Mahlzeit, mein Name ist Balfmon und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Reaction. Ja, Patty Gurdy hat von Ed Sheeran Bad Habits gecovert und das Ganze mit mittelalterlichen Instrumenten, das schauen wir uns gleich mal an. Ich bin sehr gespannt, so ein ähnliches Projekt gibt es ja auch schon, das heißt Bardcore, also nicht nur das, sondern wahrscheinlich ganz viele, aber Bardcore habe ich mir selber schon mal angeguckt, kommt gleich alles hier oben. Und der Werte her spielt quasi Metal-Lieder, alte Heavy-Metal-Klassiker reinweg auf ja mittelalterlichen Instrumenten, die er allerdings auch alle selber spielt, ohne Gesang. Sehr, sehr cool. Eignet sich vielleicht auch für einen Rollenspielabend mit Hintergrundmusik. Ansonsten, Patty Gurdy ist ja auch in der Mittelalter-Rock-Szene, Mittelalter-Rock-Schlager-Szene, muss man ja fast schon sagen, sehr aktiv. Hat mit D'Artagnan zusammengespielt, mit Feuerschwanz. Fiddler's Green war letztes Jahr auch ein Weihnachtslied mit dabei. Sie selber hat mal mit Stormseeker zusammengespielt, auch eine mittelalterliche / Piratenband, die sehr unterbewertet ist. Ich finde sie gut, aber irgendwie kriegen die nicht so viel Aufmerksamkeit. Schaut auch da mal rein. Und ich glaube, ich habe mir von allen auch schon mal mindestens ein Video angeguckt. Ich werde die hoffentlich alle mal hier oben reinsetzen und nichts vergessen. Jetzt kommen wir aber zu Patty Gurdy, genug des Infotainments, aber ein bisschen Information möchte ich euch immer so ein bisschen auf den Weg geben, damit ihr wisst, um wen es sich handelt, wenn ich den Künstler denn auch selber kenne. Also, ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Euch und mir wie immer viel Spaß und wenn euch der Track gefällt, unten ist wie immer der Link. Ich mach gleich nochmal kurz zurück. Also hört sich schon mal ganz gut an. Der Titel ist ein bisschen Clickbait. Ed Sheeran mit mittelalterlichen Instrumenten. Ja, auch. Aber irgendwie ist da doch gerade ein bisschen viel Trends am Start, finde ich. Egal, wir schauen mal weiter. Ich mag übrigens bei Patty Gurdy sehr ihre sehr spezielle Aussprache. Sehr sympathisch. Wir schauen einfach mal weiter. Ich muss mal kurz pausen. Ich überlege die ganze Zeit, deswegen habe ich vielleicht auch gerade ein bisschen konzentriert geguckt. Also richtig unterscheiden tut sich das Lied ja nicht. Ich meine, sie hat eine schöne Stimme und eine sehr spezielle Aussprache. Aber die mittelalterlichen Instrumente finde ich tatsächlich ein bisschen, ja, man sieht sie im Video. Aber ich glaube, wenn ich das den Song im Radio gehört hätte, wäre ich, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass der Song mit mittelalterlichen Instrumenten gespielt wird. Wisst ihr, was ich meine?
do it. I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I've got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring. Ja, also. Schönes Bild. Ja, da habe ich auch mal Glück, mit der passenden Szene zu suchen. Also, ja. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dem Song, bei dem Video. Video finde ich sehr sympathisch, sehr einfach strukturiert. Man hat einfach hinten so ein Tuch hingehangen, ein bisschen buntes Licht. Und das reicht schon mit ihren beiden Instrumenten. Also, ne, absolut solides Video. Mehr brauche ich auch nicht. Sehr sympathisches Mädchen. Der Song ist auch okay. Ich habe mir tatsächlich ein bisschen was anderes darunter vorgestellt, mit Ed Sheeran mit mittelalterlichen Instrumenten gespielt. Ich finde, die mittelalterlichen Instrumente sind ziemlich untergegangen. Also, das war so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Mittelalter für Schlager, nein, noch nicht mal für Schlagerfans. Mittelalter für Trance-Fans ohne Mittelalter. Ich weiß es nicht. Also mir war es tatsächlich zu wenig Mittelalter-Elemente da drin und zu viel Trance-Gedöns. Ansonsten, der Song ist auch sehr stark am Original angelehnt und ohne ihre spezielle Aussprache, den Dialekt, sage ich mal, wäre es mir, glaube ich, nicht aufgefallen, dass der Song von jemand anderem wäre als von Ed Sheeran. Also, versteht mich nicht falsch. Cooler Song, absolut. Hat auch einen guten Groove. Aber, ja, anhand der Videobeschreibung habe ich mir doch tatsächlich ein bisschen was anderes vorgestellt. Ja. Aber das ist auch nur meine persönliche Meinung. Wenn euch der Song gefällt, er ist natürlich unten verlinkt. Natürlich auch kommt ihr da zum Kanal von Patty Gurdy, die halt, wie gesagt, im Moment die Allzweckwaffe des Mittelalter-Rock ist. Schaut euch an, ganz sympathische Künstlerin und macht richtig viel mit anderen tollen, sympathischen Künstlern zusammen. Das lohnt sich ein bisschen. Irgendjemand hat mal irgendwann geschrieben, so Patty Gurdy ist irgendwo so Teil der Avengers des Mittelalter-Rock, weil teilweise, egal wer irgendwo mit aufgetaucht ist, ob jetzt Saltatio Mortis bei Feuerschwanz, Patty Gurdy bei D'Artagnan und so, das kam alles so hin und her. Das war sehr lustig während des Lockdowns. Und ich finde, der Vergleich ist auch ziemlich treffend. Deswegen, also schaut euch da um, lohnt sich auf jeden Fall. Ich würde sagen, das war meine Meinung und meine Kommentare hier zu dem Video. Wenn ihr mögt, sehen wir uns demnächst mal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und ich bin auf jeden Fall jetzt raus. Bis dahin, euer Balfemore.